Willkommen zurück zu Pokémon Silber und falls ihr euch fragt, warum ich im Kreis rumlaufe, ich dachte einfach mal, ich tanze mit denen mit, doch irgendwie kriege ich das nicht hin. Warte, wie machen das eigentlich? Die stehen ja einfach so rum und dann tanzen die hier so und die einfach auf der Stelle laufen. Yeah, Leute, ich tanze wie ein Kimono-Girl, seht ihr das? Oh mein Gott. Boah, ey, ist schon ziemlich sick. Leute, lasst alle Geld da, okay, lass mal das. Erstmal ein sehr seltsamer Start, das ist doch schön immer. In so eine Folge reinzukommen, habe ich nicht recht, Leute. Gut, und damit es nicht mehr so seltsam wird, kämpfen wir jetzt gegen die Nächsten. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. So, die eine hat den Flamara links, obwohl es weit grün ist. Keine Ahnung, ob das irgendwas zu tun hat, aber wahrscheinlich eher nicht. Und sie hat einen Psyana. Und guckt so, als würde es nicht verstehen, was ich sage, wo ich noch nichts gesagt habe. Gut, ich bin auch Konfusion wird, ja. Und deshalb kann ich das schon verstehen. Aber du wirst jetzt sterben. Okay, ich habe das eigentlich besser durchdacht. Lass mal das. Amphi. Obwohl, Flamesack hat es eigentlich am meisten nötig. Ich will ganz viel Flamesack wieder benutzen, weil Igelava, ich möchte einfach mein Igelava entwickeln. Ich will die nach der Reihe, wie ich die alle bekommen habe, entwickeln. Deshalb, weil Flamesack ist ja eigentlich mein Haupt-Pokémon. Und wird es auch bleiben. Deshalb sollte es sich meiner Meinung nach als erstes entwickeln. Wird sich aber leider erst in 10 Level-Ups entwickeln. Also wir brauchen noch 10 Level-Ups für ein Tornupto. Das ist die Weiterentwicklung von Igelava. Aber das wird schon hinhauen, denke ich mal. So, aber bitte stirb jetzt. Psyana hält mehr aus, als ich dachte. Deshalb, komm, let's go. Bam. Da geht's down. Oh yeah. Ah, oh, beinahe. Fast hätte ich dich gehabt. Sicher? Rhythmus ist nicht nur zum Tanzen, sondern auch für Pokémon wichtig. Ist das so? Du bist das so. Hat sie damit recht oder nicht? Hat sie damit recht? Was meint ihr? So, erstmal schön heilen. Und für die Leute, die sich fragen, wann wir unser nächstes Teammitglied bekommen werden. Ich glaube, das wird sogar in dieser Folge. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Wo ist diese Folge? Ich glaube schon. Warte, man kann hier einfach runterspringen. Lol. Man kann hier einfach runterspringen. Ich glaube schon. Lol. Wusste ich nicht. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Ja, was hast du denn? Lass mich raten. Aquana. Hab ich recht? Aquana? Nein, Blitzer. Ich war mir sicher, entweder Aquana oder Blitzer. Okay. Warum springt Blitzer dort? Also manche Artworks sind irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. So ein bisschen rausswitchen schnell. Oh, es brennt, es brennt. Ja, das habe ich selten, dass jemand wegen meines Blutes brennt. Aber hey, ist ein Vorteil. Deshalb sage ich dazu nicht nein. Und es wird jetzt ich sterben dadurch, durch meinen Vorteil. Ne? Nice. Gut, aber Flamesack. Ah, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus. Ja. Ich werde nicht aufhören zu tanzen, solange es Leute gibt, denen ich dadurch Freude bereite. Auch meine Pokémon unterstützen mich dabei. Wow. Du bist ein süßer Trainer. Willst du kämpfen? Klar. Ich denke mal, du wirst schönes Futter sein für mein Vati mit deinem Aquana, ja. Was denn sonst? So, bist das falsche Pokémon, Uwot? Wir brauchen Amphi reintun. Denn mein Vati hat Hunger. Naja, meh. Aber Quanner ist beides bisher von all den Evoli-Formen, die ich jetzt gesehen habe, bisher am besten. Wir werden ja gleich noch sehen, wie nach Taras aussieht. Oh, ich hab gespoilert. Oh nein. Ja, das nächste Mal wird Tara sein. Mal schauen, ob es Aquana überbieten kann. Das ist so eine Fashion-Show gerade. Aquana ist ganz vorne. Doch was ist das? Ein Nachtara kommt von hinten. Wird es etwa besser sein als Aquana?
Wir werden sehen nach der Werbeunterbrechung. Kaufen wir jetzt unser neues Produkt, mit dem ihr besser trainieren könnt. Was auch immer. Du bist stärker, als du aussiehst. Tja. Ich habe viel trainiert, also dachte ich, ich wäre gut. Aber ich bin es wohl nicht. Wäh. Oh, dann weint halt. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémon-Kampf? Ja, hübsch. Mhm. Weil ich sie bei den ganzen Pixeln sehe. Linda hat ein Nachtara. Let's go. Okay, Nachtara ist tatsächlich vorne. Ich finde den Spray einfach mega cool von Nachtara. Oh. Ach, was habe ich denn da jetzt schon wieder gedacht? Sorry, das habt ihr nicht gesehen, Leute. Wen tue ich rein? Ja, wen tue ich rein? Ja, ich tue Fremdsack rein. Was? Oh, Verfolgung. Ja, Verfolgung, das ist sehr effektiv. Oder ist nicht sehr, nicht im Sinne von, es macht viel Damage, sehr effektiv, sondern es ist effektiv im Sinne von, wenn das gegnerische Pokémon jetzt ausgewechselt wird. Deshalb war das gut von ihm, oder klug von ihm. Oder von ihr, ihm. Macht das männlich. Von ihm. Das halt einzusetzen. Ich hoffe, du bist jetzt nicht down. Ich hoffe außerdem, dass Flamesack bald mal eine bessere Attacke erlernt als Glut auf Level 26. Ich meine, Glut auf Level 26, that's the best you got. Das ist schon ein bisschen sad. Ein klein wenig. Ein bisschen. Ein wenig. Ein bisschen. So, aber jetzt bist du down. Es brennt schön ab. Abgefahren. Ja. Ups, was ist passiert? Oh. Vorgespult, geil. Level 27! Noch 9 Level-Ups! Ich habe keine Pokémon mehr übrig. Oh. Jeden Monat stecke ich mir eine andere Blume in die Spange. Ja. Cool, schön. Nice, und jetzt gibt mir die Belohnung! Die Kimono-Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du gegen sie gekämpft hast, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu, nimm es ruhig. Und das ist natürlich sehr wichtig. Also man muss das hier machen, denn das ist eine VM, die man braucht, um im Spiel weiterzukommen. Heißt, wenn man nicht gegen die gewonnen hat, gegen die Kimono Girls, dann kommst du in dem Spiel einfach nicht weiter. Und da... Das habe ich öfters mal übersehen, wenn ich das Spiel mal gespielt habe, weil ich es einfach vergessen habe, dass man das hier machen muss. Weil in Pokémon, in den Remakes auf jeden Fall, da wird man mehr oder weniger gefühlt gezwungen oder so, wegen der Story, weil das hat, die Kimono-Girls haben viel, viel mehr mit der Story zu tun. Die wirst du auch viel, viel öfter sehen und hier halt nicht. Deshalb habe ich das im Remake besser gemacht. Das ist Surfer. Damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Oh. Was willst du denn jetzt hier? Mike, howdy! Ich bin's, Tom. Ist das nicht schön? Nein, lass mich. Aufgelegt. So, aber ich glaube, wir können leider niemanden Surfer beibringen. Heißt, wir brauchen noch einen VM-Sklaven, habe ich recht? Wir haben Nachtmahl? Aber niemand kann das erlernen, ne? Nope. Aber Surfer? Kann irgendein Surfer? Ich wüsste halt... Ja, nee. Ich wüsste halt für ein Teammitglied später... Also es gibt später vor allem ein Teammitglied, welches Typ Wasser hat, dem wir Surfer beibringen werden, damit wir den VM-Sklaven jetzt nicht mehr brauchen. Aber habe ich jetzt halt gerade leider nicht. Apropos Teammitglied. Wir werden jetzt ein neues Teammitglied fangen, denn wir machen uns jetzt drauf auf die Route dort links. Man kann auch nach rechts lang, aber rechts ist für später. Man sollte erstmal nach links. Nur damit du Bescheid wirst. Und nun, let's go, auf die Route. Wo sagtest du, kommst du her? Neubokia? Professor Lind wohnt dort, nicht wahr? Du hast einen langen Weg auf dich genommen, um herzugelangen. Actually schon, wenn man mal auf die Karte schaut. Wir kommen von... Moment, kann ich euch das zeigen? Ja. Wir kommen von... Hier. Hier haben wir angefangen. Wir werden jetzt nach links gehen. Und wenn wir links alles durch haben, können wir endlich nach rechts. Weil rechts ist gerade nicht wirklich abgesperrt. Aber da können wir halt noch nichts machen. Und die sind alle viel zu stark dort fürs Erste. Das
sind über Level 30 und da können wir noch nichts machen. Deshalb machen wir erstmal links weiter. Und das sollen wir auch machen. Und dann kommen wir Full Circle irgendwann. Ich liebe die einfach diese Musik, die wir gerade hören. Ich liebe sie so sehr. Route 38, Oliviana City, Teak City. Ja, die nächste Stadt heißt Oliviana City. Und da ist unser erster Gegner. Ich war im Ausland, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Alle? Sicher? Es gibt mehr als 251, das weißt du. Matrose Pierre? Wird das so ausgesprochen? Pierre? Ich glaube schon. Finino? Sieht man nicht alle Tage. So, aber... Ah, nee. Doch nicht. Ich wollte gerade sagen, aber es ist der Boden. Dann lieber nicht. Komm, wir sollten doch reichen, oder? Das ist Level 19. Ich bin Level 24. Komm schon. Macht doch nicht so viel. Aber Kokonara macht aber dafür auch nicht so viel. Wir spammen noch ein bisschen Konfusion drauf und dann stirbt doch schon. Ja. Level 25. Juhu. Ich glaube sogar, dass sich Amphir, Ohr und Feuer Flames entwickeln werden. Oh, Blutsauger. Oh. Ja, wir können gerne. Dafür, dass du eine Motte bist, lernst du aber Blutsauger ein bisschen spät, findest du nicht? Machen wir doch Aussetzer dafür raus. Bin eh kein großer Fan von Aussetzer. Von daher. Ist halt einfach eine schwächere Konfusion, oder? Konfusion? Ist auf jeden Fall eine schwächere Attacke, die aber dafür ein bisschen Leben zurückgibt. Deine Fähigkeiten sind Spitzenklasse! Dankeschön. Alle Menschen auf der ganzen Welt leben glücklich zusammen mit den Pokémon. Alle Menschen auf der ganzen Welt? Da wäre ich mir nicht so sicher, mein Freund. Ein wildes Mauzi erscheint. Ist es nicht süß? Oh ja, Mauzi ist süß. Vor allem dieser Blick. Das ist toll. So, will ich so nach einem bestimmten Pokémon? Oh lol, mag ich den Brenta finden? Wir sehen das erste Mal den Brenta-Sprite, ne? Wie findet ihr den? Ich finde den ein bisschen seltsam. Weiß auch nicht. Man sieht kaum den Körper und... Also von dem Porenta sieht man halt irgendwie nur die großen Flügel. Okay, Magnetilo kann man die finden. Was gibt's noch? Ich werde nicht spielen, weil am Ende rase ich komplett durch die ganze Gegend. Das will ich nicht. Ich kann es ja versuchen. Das ist noch ein Mauzi. Flug gescheitert. Oha. Geht gar nicht klar. Und noch ein Porenta. Okay, ich würde sagen, ich mache hier kurz einen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn ich das Pokémon gefunden habe. Da haben wir das Mauzi ja schon gefunden. Ja, ich will Mauzi ins Team nehmen. Und ich will nicht einfach ein männliches, denn ich möchte ein weibliches. Hat einfach den Grund, da ich nach Spitznamen für ein Mauzi gefragt habe. Und der Spitzname, den ich dann am Ende genommen habe, der ist tatsächlich ein weiblicher Name, den ich eigentlich ganz süß finde für ein Mauzi. Deshalb... will ich ein weibliches haben. Und da habe ich eins gefunden. Leider weiß ich nicht, wie ich es schwächen soll. Weil das ist Level 16, aber all meine Pokémon sind halt so OP. Was ich aber machen kann... Oh, nee. Kann ich nicht. Doch, was ich machen kann, ist Donnerwelle. Zack, dann ist das Ding paralysiert. Und kann ich einfacher fangen. Ich versuche es mit Superball zu fangen. Habe ich die höchsten Chancen. Ich hoffe, ich habe genug Bälle, weil sonst muss ich gleich wieder suchen. Irgendwie ist es voll selten, weil ich das Gefühl, weiß auch nicht warum. Nice! Keine Probleme! Dankeschön! Das ist echt nett! Danke, Mauzi! Oder wie ich es gleich nennen werden... Sag ich gleich. Es liebt alles Glänzende! Es hat eine Vorliebe für Münzen, die es aufliest und unbemerkt hortet. So, wir werden Mauzi nach Melli benennen. Nicht, dass ich irgendeine Melli kenne, aber wir haben irgendwie random einfach nach Katzennamen gesucht und eine davon war halt Melli und ich dachte mir, Melli hört sich sehr süß an und ist, denke ich, mein weiblicherer Name, deshalb habe ich gedacht, nehmen wir den und der passt auch eigentlich ziemlich gut für den Mauzi, finde ich. Deshalb nehmen wir ihn jetzt und yay! Müssten es aber leider ein bisschen leveln. Ich weiß gar nicht mehr, wann sich Mauzi entwickelt, das müssten wir später mal nachschauen. So. Hab alle schön trainiert. Haben wir jetzt sogar jetzt am wenigsten. Außer Melli. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz heilen. Weil wir sind schon ein bisschen angeschlagen gerade. Wegen dem... Und wegen unserem Melli. Der hat uns schon ein bisschen hier auf die Rübe gehauen, würde ich sagen, mit ihren Kratzern. Aber ja,
Mauzi ist ein sehr cooles Pokémon. Und es verdient eigentlich, und es, ja, es kriegt halt auch sehr viel Aufmerksamkeit, könnte man sagen, aber ich finde, das verdient ein bisschen mehr als immer nur neue Formen in jedem Spiel. Hallo? Bist du ein guter Trainer? Wenn ja, zeigst du mir, wie man ein guter Trainer wird? Klar, man muss einfach gewinnen. Glaub mir, wenn du einfach gewinnst, dann bist du der beste Trainer. Glaub's mir, Rosemarie. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Rosemarie getroffen. Mosty Spread ist lustig irgendwie. Barty Level 18. Oh Gott, ich habe 3 Attacken. Level 16. Ja, Warty gegen Warty, würde ich sagen. Macht doch bestimmt am meisten Sinn. Oh, Kopf ist vielleicht besser. Ja, Zeit. Nice. Level up! Amphi, juhu, gut gemacht. Und Mauzi nicht. Schade. Oh, Anton. Da sollte ich eigentlich drin bleiben. So, Amphi, weil ich will halt, dass mein Mauzi, mein Melly, ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Nice. Und gewonnen. Ich verstehe. So kämpfst du also. Ja, ja, war nicht. Ja, wenn du einfach gewinnst, so wie ich gerade gemacht habe, dann gewinnt, dann bist du besser. Ich kann etwas sehr Bekömmliches. Die Milch von der Kumu Farm ist bekannt für ihren guten Geschmack. Wow, du bist so cool. Wollen wir Freunde sein? Ja, okay. Aber nur wegen deinem außergewöhnlichen Namen. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Ja, ja. 4 Freunde, Leute. Boah, cool. Dazu schließt er doch ein Trainer. Wusste ich gar nicht. Hallo, guck mich bitte an. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Blöd, Mann. Hallo, du bist ein süßer Trainer. Darf ich mir deine Pokémon anschauen? Danke. Und ja, darfst du. Du wirst aber nicht viel Zeit dafür haben. Denn Schönheit Jutta mit einem schlechten Pokémon auf Level 17. Also, für diesen Zeitpunkt vielleicht. Ja, du hast keine Chance gegen mich. Ich kratze dich einfach weg. Zack, ich kratze dich einfach weg. Ich kacke auf deinen Horter. Okay, vielleicht doch nicht, weil ich gerade nicht angreifen konnte. So, aber jetzt bist du down. Zack, zu keep ein paar Mal. Da kommt doch mal das gute Pokémon, die Weiterentwicklung. Hubbelup. Kann sich nochmal weiterentwickeln. Zu Papunga. Das ist einfach so ein großer Löwenzahn, würde ich sagen. Und ich meine die Blume oder dieses Kräuterdings. Ja, doch, ist Löwenzahn eine Blume? Sagen wir mal Blume. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ist ja auch egal, ich mache mich hier zum Affen. Ich bin froh, dass ich deine Pokémon sehen durfte. Es waren nicht alle. Wenn ich Pokémon sehe, scheint mich das zu entspannen. Okay. Habe ich es auch noch nie gesehen. Weiß nicht, ob euch Pokémon entspannen? Also das Spiel zu spielen vielleicht, aber Pokémon zu sehen? Vielleicht. Jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt habe. In der Schule? In der Pokéschule? Oder was meinst du, wo gelernt? Ja, ist ein Poké-Kid. Entschuldigung. Der Lutz mit seinem Pantymos. Der englische Name von Pantymos ist einfach Mr. Mime. Das ist so dumm. Weil es gibt ja auch weibliche Mr. Mimes. Psycho. Ich will jetzt ganz viel Igelava benutzen. Zack. Aua, bitte nicht. Das tut ein bisschen weh. Und da fackelt es ab. Oh yeah. Ich fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt. Ich habe so viele Prüfungen, dass ich nicht viel Zeit für Pokémon habe. Wenn ich also mal Zeit zum Spielen habe, dann konzentriere ich mich. Wow, du bist so cool. Wollen wir Nummern tauschen? Vielleicht kann ich was von dir... Nein. Ich wollte sagen, von dir lernen. Sicher nicht? Ich meine, ich habe voll die coolen Fortnite-Skills. Lass mich in Ruhe. Red nicht mit mir. Don't tell me what to do. Ich werde niemals mit dir befreundet sein, Boy. Tipps für Trainer, wenn sich ein Pokémon weiterentwickelt, kannst du diesen Prozess aufhalten. Warum auch immer man das sollte. Drücke während der Entwicklung den B-Knopf und dann wird es sich erschrecken und es bricht die Entwicklung ab. Ja, warum auch immer man das tun sollte. Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt ein paar Gründe, aber mir fällt gerade einfach auf Anhieb keiner ein.
So, für den Abschluss der Folge machen wir noch diesen Trainer hier. Fliege hoch in die Luft, mein herrliches Vogel-Pokémon. Ja, Timo? Was hast denn so ein Dodu? Ja, das zweiköpfige Vogelfieh, wie man sehen kann, ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wenn du es entwickelst. Dodri ist ein sehr gutes Pokémon, aber Dodu selbst ist eigentlich nur ein Meme. Weil das Ding kann Fliegen erlernen. Das Ding, was wir gerade sehen in meinem Gegnerteam, das Ding kann fliegen. Wie fliegt es? Wie? Ich verstehe es nicht. Vielleicht springt es ja so weit oben, dass es in der Luft irgendwie mit der Luft harmonieren kann. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es doch nicht. Aber Melly macht eigentlich gerade einen guten Job, das alleine hinzubekommen, den Kampf. Ja, so viel dazu. Ich hätte einfach so den hier machen müssen. Wow. Ja, super. Jetzt kriegt Melly keine Erfahrungspunkte. Ich fühle mich, als würde ich mich selbst in die Lüfte erheben. Mit meinem Dodu. Ich habe vor, in Anemonia City zu trainieren und meinen Pokémon das Fliegen beizubringen. Werden wir das auch können, Leute? Schaltet das nächste Mal ein, um es zu erfahren. Und vielleicht nicht das nächste Mal, aber wir werden es demnächst auf jeden Fall erfahren. Haut rein!